Guten Tag zusammen. Heute ein Patchnote-Video. Habe ich, glaube ich, auch noch nie gemacht. Aber bei Faria, bei dem Sammelkartenspiel, das ich vor kurzem auch gespielt habe bei mir im Stream, da gibt es seit dem 12. Oktober, also seit Mittwoch, einen neuen Patch, Version 0.9. Und ich würde gerne mal kurz mit euch diese Patchnotes durchgehen, weil es ändert sich doch sehr, sehr viel in diesem Spiel. Wir fangen an mit dem ersten Punkt. The Core Set is no longer available in the store. Es war ja bisher, und das war sehr unikat bei einem Sammelkartenspiel, eine Buyout-Option. Ihr habt also für 50 Euro alle Karten des Grundsets bekommen. Das gibt's nicht mehr. Da gibt's also verschiedene Gründe, weshalb die das gemacht haben. Könnt ihr nachlesen, wenn ihr das wollt. Das ist aber schon ein bisschen älter, diese Information, in den beiden Links. Überhaupt diese Ankündigung werde ich auch noch natürlich im Beschreibungstext für euch verlinken, dass ihr da selber nochmal durchblättern könnt. Dann eine Sache, die ich sehr cool finde, ist, es gibt die Möglichkeit, jetzt Freunden beim Spielen zuzusehen. Bisher war es so, wenn man als Spectator bei einem Spiel dabei sein wollte, mussten die beiden Spieler jemanden in eine Lobby einladen, als Spectator. Inzwischen ist es so, wenn man eine Freundesliste hat, und die hat man ja in diesem Spiel, dann kann man also, wenn jemand spielt, einfach ins Spiel sich reinklicken. Beispielsweise, wie es auch bei Dota oder so möglich ist. Wenn man sieht, jemand aus der Freundesliste spielt, kann man dem beim Spielen zugucken. Es ist aber eine Möglichkeit hier über Opt-out, das Ganze also zu verhindern. Wenn ihr also sagt, ihr wollt nicht beobachtet werden beim Spielen von euren Freunden bei Faria, dann könnt ihr hier einfach refuse, entweder Friend Request, dann bekommt ihr keine Freundschaftsanfragen mehr, oder eben Friend Spectate. Dann gibt es Emotes im Spiel. Bisher ist es ja so, dass wenn man das Spiel startet, hat man keine Möglichkeit, mit dem Gegenüber sich auszutauschen. Bei Hearthstone zum Beispiel gibt es so diese typischen Standardfloskeln Hello und hast du nicht gesehen. Und das gibt es jetzt eben auch. Emotes, wo man sozusagen mit den Gegnern in Emoti-Form kommunizieren kann. Man sieht es auch hier. Es gibt Greetings, you will not survive, well played, amazing, that was a mistake, klingt so ein bisschen tatsächlich wie bei Hearthstone. Und dann steht hier noch, in addition to this default set of emotes, you will be able to purchase special emote sets from the shop. Also da ist die erste Option mit drin, weil man merkt natürlich, dass die Firma, die das hier produziert, dass die versuchen, noch weiter Geld zu machen. Was absolut legitim ist, das Spiel ist free to play, die müssen sich irgendwie finanzieren und haben auch gemerkt offenbar, dass es mit dem Core-Set nicht ganz so funktioniert und dass das Core-Set auf der einen Seite Anreiz ist, für neue Spieler zum Spiel zu kommen, aber der Gap zwischen den Core-Set-Käufern und den Free-to-Play-Playern vielleicht doch zu groß ist. Also man hatte eigentlich keine Gelegenheit, kompetitiv zu spielen, wenn man sich dieses Core-Set nicht gekauft hat oder alternativ eben sehr viel Zeit in das Spiel investieren möchte. Also hier gibt es die Möglichkeit, Emoticons noch weiterhin dazu zu kaufen, Sets, die man dann eben einsetzen kann, um sich gegenüber mit dem Gegenüber zu unterhalten und auszutauschen. Was haben wir noch? Es gibt 15 neue Puzzles. Das sind die Teile, an denen ich teilweise schon fast gescheitert bin. Ich habe es dann nach vielen Versuchen irgendwie doch hinbekommen. Es gibt also alle, die 100% der Singleplayer-Kampagne gespielt haben, zusätzlichen Solo-Player-Content. Finde ich cool, dass sie hier also auch, ich nenne es jetzt mal PvE, weiter fördern und hier sich neue Sachen überlegt haben. Ability to replay completed Solo-Content. Wenn ihr also nochmal die Solo-Kampagne komplett spielen wollt, könnt ihr das machen. Einfach auf Replay-Mode klicken im Menü, dann funktioniert das auch wunderbar. Shop and Item Improvements. Jetzt geht's so ein bisschen ans Eingemachte. Also es gibt keine Booster Packs mehr, das sind ab sofort Battle Chests. Es gibt zwei Unterschiede bei den Battle Chests im Vergleich zu den früheren Booster Packs. Erstmal, you have the unique ability to reroll the card of the highest rarity. Das heißt, wenn ihr also eine Karte bekommt, die legendär ist, zum Beispiel, dann könnt ihr die, und das die höchste Karte ist von der Stufe her, dann könnt ihr die nochmal neu rollen lassen. Wenn ihr die also beispielsweise schon habt und sagt, nee, will ich nicht, dann könnt ihr die nochmal sozusagen auswürfeln und noch eine neue ziehen. Und there is now a chance that mythic cards may be found within. Und die mythischen Karten, das sind im Endeffekt nur Verzierungen der Karten. Es gibt ja die verschiedenen Kartentypen und es gibt jede Karte auch als mystische Variante. Da ist so ein goldener, schimmernder Rand. Reine Kosmetik konnte man bisher craften. Ab sofort sind diese unfassbar seltenen Karten auch in Battle Chests mit drin.
Bin ich mal gespannt. Dann gab es einen Gold Fountain, einen Brunnen, den man kaufen konnte und der einen Goldbonus gegeben hat über Tage hinweg. Da werden sie jetzt ein bisschen nerven, diesen Goldbrunnen. Da ist es halt so, der gibt jetzt 500 Gold, wenn man das Ding kauft, und dann 40 Gold für 30 Tage jeweils. Da kommt man auf eine Gesamtsumme von 1700 Gold. Ist aber eben ein bisschen runtergesetzt worden, damit man nicht den krassen Goldboost hat. Ich bilde mir ein, es waren davor 100 Gold pro Tag. Dann hat man also 60 runtergenommen, wird in der Community eher durchwachsen aufgenommen. Due to this change, all players with an active gold fountain at the time of this update will receive the total amount of gold still owed by the fountain immediately now at the old rate. Das heißt also, wenn ihr schon einen solchen Brunnen aktiv habt, bekommt ihr sozusagen alles, was noch über war, auf einen Schlag. Nächster Punkt, Improved Shop Interface haben sie sehr schön gelöst. Sieht jetzt ein bisschen auch aus wie der Shop von CSGO oder von Dota. Die haben den also mal ordentlich irgendwie nochmal aufgewertet. Zeige ich euch dann gleich noch. Brand New Cosmetics, a wider variety of purchasable cosmetics. Da gibt es also verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt Avatare kaufen, das sind die Bildchen in der Mitte. Die Orbs könnt ihr kaufen, das sind die Teile, die drumherum sind, um die Profilbildchen herum. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, die Faria Brunnen zu customizen. Zeige ich euch auch gleich in-game, sieht sehr schick aus und ihr könnt Kartenrückenseiten kaufen. Das geht auch und natürlich die neuen Emojis. Dann gibt es Cosmetic Sets. Jetzt muss ich selber gucken, was war das nochmal? Genau, also gibt es komplette Sets, wo alles sozusagen mit drin ist. Ne? Also Kartenrückseite und so weiter und so fort, alles in einem Pack. Was bald kommen wird, sind Mystic Chests und das sind welche, die wir alle bekommen haben jetzt. Also ich zumindest habe eins bekommen als Kompensation dafür, dass das Core Set weggefallen ist. 8 Stück, glaube ich. Will contain a random selection of gorgeous cosmetics. Those of you who have previously purchased the core set will receive a free Mythic Starter Pack instead of a Battle Starter Pack. Das heißt also, jeder, der bisher das Spiel gespielt hat, bekommt jetzt mit dem Patch erstmal so ein Booster Starter Set. Da sind, glaube ich, 8 normale Booster Packs drin. Alle, die das Core Set gekauft haben, ich zum Beispiel auch, lustigerweise noch einen Tag bevor sie es aufgegeben haben, die bekommen statt dem normalen Booster Pack ein Mythic Chest, 8 Stück insgesamt. Sehr, sehr cool. Wird bald verfügbar sein. Ich habe die schon im Inventar, aber ich kann sie noch nicht öffnen, weil sie noch nicht reinprogrammiert wurden. Dann gibt es Starter Packs, die es auch gibt, und zwar jetzt schon. Die sind also jetzt schon verfügbar im Gegensatz zu den Mythic Starter Packs, wo ihr für, ich glaube, 8,99 schon mal einen grundlegenden Kartensatz bekommt. Dann geht es weiter mit dem Player Progression. Es ist ja so, dass das Level-System bisher so ausgerichtet war, dass es bei 30 gecapped wurde. Ab sofort gibt es kein Dings. Ja? Every time you advance 100 levels, the speed at which you level up resets back to how it was at the start. Das heißt also, von Level 101 bis 110 ist es so, wie wenn ihr von 1 bis 10 gelevelt seid. Kurz überlegen. Blablabla. New Level Up Rewards. Bisher war es ja so, bei jedem Level Up gab es ein Booster-Package. Jetzt ist es so, each time you progress to a new level, you will be shown 3 cards of a certain rarity, which you don't currently own the maximum number of. Das heißt also, man bekommt 3 Karten angezeigt, die man noch nicht in der vollen umfänglichen Verfügbarkeit hat. Das heißt also, jede Karte, die ihr seltener als 3-mal habt, taucht da auf. Weil 3-mal ist ja maximal das, was ihr haben könnt in einem Set. Und dann könnt ihr euch aussuchen, welche Karte ihr davon behalten wollt. If you have all the cards of a rarity and happen to receive a card from the rarity for leveling up, you will receive compensation in gold instead of a card. Ist auch klar. Das also jetzt eine Geschichte, muss man sagen, die doch die Progression etwas hemmt, weil man davor halt immer ein Booster Pack bekommen hat mit 6 Karten oder 5. Jetzt bekommt man also nur 3 Karten. We have updated our experience system to take into account more things that happen during the course of a game. Das heißt also, selbst wenn man verliert, bekommt man eine gewisse Anzahl an Erfahrungspunkten. Finde ich eine super schöne Geschichte. Es geht nicht nur darum zu gewinnen, sondern es wird nochmal, verschiedene Sachen werden hiermit einberechnet, um die Erfahrungspunkte auszurechnen. Dann sind die Daily Quests einfacher zu schaffen. Und dadurch sind aber auch die Rewards ein bisschen geringer geworden.
Hier gibt es zwei Beispiele. Old Daily Quest, Rampage Deal, 100 Damage to Enemies Reward, 60 Gold. Jetzt muss man nur noch 60 Damage machen, bekommt dafür auch nur 50 Gold. Aber im Verhältnis dazu muss man weniger machen, um mehr zu bekommen, wenn man das eben so sagen will. Jetzt gibt es ein Update auch bei Pandora. Not only we are changing the ranking system, run length and run rewards, but we'll be adjusting some of the exciting treasures and basic mechanics of Pandora Opening as well. Das heißt, es wird sich sehr viel verändern im Pandora-Modus, den ich überwiegend gespielt habe, weil ich bis vor kurzem ja nicht das Core-Set hatte. Insofern also sehr wichtiger Punkt, auch für mich persönlich. Wir können mal kurz gucken. Es gibt jetzt also Pandora Points. Also es gibt jetzt Pandora Points statt diese klassischen Ranked-Geschichten, die man bisher hatte. Pandora Points, abgekürzt PP. Based on your total number of wins in a single run, you cannot lose Pandora Points. Das heißt also, jedes Mal, wenn ihr gewinnt in einem Run, sammeln sich Punkte an, die ihr nicht mehr verlieren könnt. Die bleiben quasi dort bestehen. Und es gibt einen Reward für die gesamte Anzahl an Pandora Points am Ende einer jeden Saison. Ja, das heißt also, ihr spielt, keine Ahnung, 10 Mal, einmal gewinnt ihr einmal, in dem anderen Run habt ihr 6 Siege, keine Ahnung, das addiert sich und am Ende der Saison habt ihr eine Gesamtpunktzahl und die wird in Rewards ausbezahlt. See below for the Rewards, die gucken wir uns gleich an. At the beginning of each season, your seasonal Pandora Points are set back to zero. Das heißt, man spielt also immer und sammelt Punkte über eine gesamte Saison und bekommt danach am Ende den Reward. Nicht wie bisher, dass man also direkt ein Booster Pack oder so hatte. Es gibt also hier sehr viele Einschränkungen, Booster Packs zu bekommen. Ja, also zumindest schnell zu bekommen. Früher war es so, bei Level Up gab es ein Booster Pack, gibt es jetzt nicht mehr. Früher war es so, nach einem Pandora Run, je nachdem wie viel man gewonnen hat, gab es ein Booster Pack, gibt es jetzt auch nicht mehr. Man muss immer warten bis zum Ende der Saison. Ist, glaube ich, auf jeden Fall Minimum diskutabel. Und dann gibt es halt hier Pandora Season, können wir uns auch mal kurz angucken. So sieht das aktuell aus. Grafisch alles sehr schön, haben sie wieder sehr gut hinbekommen. Und wenn man in den Top 64 landet, bekommt man eine Pandora-Kartenrückseite. Auch das ist sehr, sehr schön. Ja, Pandora Points also. Ihr seht übrigens hier, wie viele Punkte es gibt. Und wie viele ihr am Ende, was ihr dadurch bekommt. Random Mythic Card finde ich ganz cool. Also wenn ihr zum Beispiel 75 Punkte bekommt am Ende der Saison, dann gibt es eine Pandora Coin, dann gibt es eine zufällige Mythic Card, die ganz schick sind. Das sind, wie schon gesagt, nur kosmetische Feinheiten und zwei Battle Chests. Und das geht halt hier immer weiter höher. Das ist halt ganz cool. Okay, wir gehen nochmal zurück in die eigentlichen Patch Notes. Pandora Coins have been reduced in cost for, to 200 Gold. Also es ist günstiger, einen Pandora Run zu machen jetzt. Ja, was gibt's noch? Ja, Seasonal Balance, genau. Da gibt's noch viele Balance Changes. Können wir auch nochmal kurz gucken. Ranged Creatures now strike back when they are attacked by a ranged attack. Das heißt also, wenn ihr eine Ranged-Figur habt und die wird von der Range-Figur attackiert, dann teilt die automatisch auch Schaden aus. Das war bisher nicht so. Dann gibt es hier nochmal alle, gucken wir uns gleich an. Performance Optimizations. Also es gibt generell schnellere Performance. Es gibt andere Animationen, teilweise. Dann gibt es neue Karten, Illustrationen. Bei verschiedenen Sachen. Soul Drain zum Beispiel eine sehr populäre Geschichte. Auch der Ground Shaker ist eine rote Karte, wenn mich nicht alles täuscht, wo man verteilten Schaden anrichten kann. Und dann gibt es ein paar Bugfixes. Jetzt gucken wir noch mal schnell an, was der mir hier noch gesagt hat. Balance Changes and Bugfixes. Also das ist sehr, sehr viel. Das ist vielleicht ein eigenes Video erstmal, um das noch mal anzugucken. Das würde ich dann noch mal bei Gelegenheit machen. Jetzt möchte ich gerne noch mal in-game reingehen, damit ihr das noch mal sehen könnt. Wie sich das denn tatsächlich am Ende verhält. So, dauert ein bisschen, damit ich euch auch mal die Grafik dazu zeigen kann. Click anywhere to sign in, machen wir direkt. Ja. Jetzt ist es also so, Open Chests, es gibt hier also Battle Chests. Da sind sie. Eine kostet 100 Gold und das sind die 8, die ich bekommen habe, die sind noch nicht verfügbar, aber da wird es auf jeden Fall was geben. Was habe ich denn hier?
Waiting for response. Ventoro? Ja, nehmen wir mit. Der Deckbilder, da hat sich nicht viel verändert. Das ist alles, wie ihr es gekannt habt. Ich habe ja das Core-Set, deswegen stellen mir alle Karten zur Verfügung. Wir können ja mal kurz gucken. Soul Eater. Ich dachte, die hätten die Grafik verändert, aber wir sind ja fast identisch hier, die beiden. Nur so ein bisschen vom Hintergrund. So sieht also der Deckbilder aus, hat sich nicht viel verändert. Hier, die Profilübersicht. Hier sehen wir unser aktuelles Emoticon-Set, klar. Ranking, also ich bin ja bei 0 quasi, Pandora habe ich auch noch nicht gespielt in dem Patch. Dann haben wir die ganzen Avatare, das sind die, die ich schon freigeschaltet hatte davor. Und dann gibt es die Orbs, logischerweise, und Kartenrückseiten. Und die Worlds, so sehen die aus. Zeige ich euch aber gleich nochmal im Shop, denn so sieht er jetzt aus. Und ich finde, er ist wirklich schön geworden, kann man nicht anders sagen. Da gibt es also hier das Starter-Set. Wenn ihr also wirklich was besonders Hübsches haben wollt, mit eigenem Brunnenlayout, mit dem Orb, mit dem Gesicht hin und der Kartenrückseite, das kostet 22,99. Gold Fountain ist für jeden aktiviert, der es bisher gespielt hat. Dann gibt es Kartenrückseiten, die ihr kaufen könnt. So sehen die aus. Kostet eine 4,49 oder 1850 Gold. Da finde ich es cool, dass es diese Sachen auch mit dem Ingame, mit der Ingame-Währung zu kaufen gibt. Ihr müsst hier für die kosmetischen Sachen auch nicht zwingend Geld ausgeben. Ihr könnt es auch mit erspieltem Gold machen. Das gilt hier auch für die entsprechenden Avatare. Die Bundles, auch die gibt es gegen Ingame-Gold. Das Einzige, was es nicht gegen Ingame-Gold gibt, sind die Starter-Packs. Das sind die hier, kosten 8,99. Tja, und dann fehlt eigentlich nur noch Daily Quest. Da hat sich nicht so viel getan. Und wir können mal gucken, wie das Pandora-Menü jetzt aussieht. Unspektakulär, auch da legt man die Münze rein. Das ist auch klar. Battle, sucht man sich das Deck aus und fertig. Ja, und so sieht das also am Ende des Tages aus. Das war es erstmal für diese Patch Notes. Wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, gebt mir gerne Bescheid in den Kommentaren oder bei uns im Discord. Alle Infos da drüben, Twitter, Facebook. Und ja, gebt mir gerne Feedback dazu. Ich danke euch fürs Zugucken. Das waren die Patchnotes zu 0.9 für Faria. Das Spiel ist free to play. Der Link dazu in der Beschreibung. Bis dann.